Hi, ihr Wundervollen. Willkommen zu meinen Januar-Favoriten. Der Januar ist schon vorbei. Ich bin schon wieder einen Monat zurück in Deutschland. Und ich habe richtig, richtig tolle Favoriten aus dem letzten Monat. Also diesen Monat war das einfach so glasklar, was meine Favoriten sind. Ich habe permanent eigentlich dasselbe benutzt und habe auch für mich so ein bisschen einen neuen Make-up-Stil entdeckt. Denn ich bin aus dem Urlaub gekommen, habe mich im Urlaub einen Monat überhaupt nicht geschminkt und hatte erstmal gar keine Lust auf Schminke und kam mir ganz komisch vor, geschminkt. Und deswegen habe ich für mich so einen sehr natürlichen Look entdeckt, den ich auch in meinen letzten Videos getragen habe. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, damit ihr wisst, von was ich spreche. Und die Produkte kommen eigentlich alle in diesem sehr natürlichen Look vor. Und wir fangen an mit zwei Produkten von der Marke NYX. NYX habe ich total für mich entdeckt. Ich finde die Marke ganz, ganz toll. Zumindest einige Produkte daraus. NYX ist auch noch tierversuchsfrei, also besser geht's nicht. Und das erste Produkt ist ein Lippenprodukt, was ich jetzt auch trage und eben den ganzen Monat wirklich getragen habe. Und zwar ist das von NYX der Buttergloss in der Farbe Apple Strudel. Ich habe den schon länger, aber irgendwie habe ich den immer nicht so beachtet und nicht so das Potenzial erkannt. Und jetzt finde ich ihn einfach so grandios. Das ist ein ganz, ganz toller Lipgloss, der überhaupt nicht klebt, der sich auf den Lippen so toll anfühlt, der die Lippen, finde ich, sehr schön glatt und prall aussehen lässt, der eine ganz tolle Farbe hat. Das ist eben so ein Korall. Peach-Ton. Wunderschön. Ich glaube, das steht auch einfach jedem, weil das einfach frisch aussieht. Und genau das mochte ich da dran. Es sah frisch aus. Es war einfach nicht viel auf den Lippen. Und ja, ich bin ein totaler Fan davon. Ich glaube, ich werde ihn noch ganz, ganz lange tragen. Und das nächste Produkt, auch von NYX, war das Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Also Setting Sprays sind ja für mich so eine ganz neue Entdeckung. Für mich geht gar nichts mehr ohne Setting Sprays. Das hätte ich davor überhaupt nicht gedacht. Aber ich brauche jetzt immer eins und vor allem das hier fand ich richtig gut. Immer wenn ich irgendwie, sei es jetzt einfach nur Rouge und Highlighter oder auch Foundation getragen habe, habe ich das immer, immer, immer benutzt. Denn es ist wirklich so, zum einen macht es alles sehr viel länger haltbar und zum anderen ist es auch noch so, dass es einfach so, das macht so ein sattes, fruchtiges Finish. Also das ist wirklich so total durchfeuchtet sieht das am Ende aus. Und ich habe ja sehr trockene Haut und wenn ich Foundation auftrage, merkt man doch immer so ein bisschen, hier setzt sich es ein bisschen ab oder hier habe ich eine trockene Stelle. Und dann gebe ich das drüber und es sieht aus wie ein komplett neuer Look. Es sieht total feucht und frisch aus und total prall. Und deswegen liebe ich das total. Und das kostet 10 Euro. Das finde ich einfach sensationell, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das nächste Produkt habe ich auch im vergangenen Monat komplett neu für mich entdeckt. Ich habe es schon ein bisschen länger hier gehabt, aber jetzt hat es mich komplett erwischt. Und zwar ist das ein Duft von Rituals, das Chakra Water, Indian Rose and Himalaya Honey. Und das ist ein Bed and Body Mist, also einfach ein Körperspray im Endeffekt. Aber ich benutze sehr, sehr gerne Körpersprays als Parfum, weil ich mit Parfum immer Probleme habe. Also ich finde es immer too much und so. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Parfum trägt, das zu stark riecht, als da fühle ich mich nicht mehr frisch damit. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr so frisch geduscht und sauber, sondern so, als ob man was übertünchen möchte. Es ist mir irgendwie einfach zu viel und das habe ich hier gar nicht. Das ist ein ganz schöner Duft, der nach Rose eben riecht, habe ich euch noch gar nicht gesagt. Oh, das riecht so lecker nach Rose. Oh, ich liebe das. Also man muss Rosenduft mögen, aber ich finde es so, so toll und ich fühle mich damit einfach richtig sauber und frisch und trotzdem eben so einen leichten, schönen, weiblichen, so einen weiblichen Duft eben nach Rose. Ich mag es super gerne. Ich finde die Verpackung auch sehr, sehr schön und das ist so total meine neue Duftentdeckung. Weiter geht's mit den Nägeln und auch die habe ich im Moment super gerne natürlich getragen. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich was sehr Dunkles drauf hatte. Ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt damit. Wahrscheinlich auch, weil ich einen Monat in Thailand keinen Nagellack getragen habe und dann gleich was Dunkles. Das ist dann gleich so viel irgendwie. Und ich habe glücklicherweise aber auch einen Nagellack geschenkt bekommen, der perfekt in mein jetziges Farbschema passt. Und zwar ist das Saint-Tropez von Essie. Eine Farbe, die ich mir wirklich niemals selber gekauft hätte, weil ich finde einfach, mir stehen oft so grau-gräuliche Töne auf den Nägeln nicht. Das lässt meine Nägel so und meine Hände so fahl erscheinen. Das ist hier gar nicht. Saint-Tropez ist ein, ich würde sagen, auf jeden Fall sandiger Ton, der aber einen gräulichen Unterton hat. Also so ein grau-beige Sand lässt sich lackieren wie ein Traum. Also das ist immer der Nagellack, zu dem ich auch greife, wenn ich mir denke, es muss schnell gehen, aber ich will mir die Nägel lackieren. Der ist einfach unkompliziert, deckt in zwei Schichten perfekt und ist super besonders, finde ich. Also das ist wirklich so ein Nagellack, so
Ja, sowas sieht man nicht alle Tage, finde ich. Und ich trage ihn super gern, ich schaue ihn super gern an auf meinen Nägeln und ist eine totale Entdeckung für mich. Das ist jetzt sogar der Nagellack oder einer der Nagellack, wo ich sage, den würde ich gerne immer hier haben. Und wenn der leer ist, würde ich ihn mir auch sofort wieder nachkaufen. Kommen wir wieder zu meinem natürlichen Make-up, das ich eben sehr, sehr gerne getragen habe. Und was ich auch heute so im Gesicht habe, außer auf den Augen, da habe ich ein bisschen mehr drauf. Aber im Gesicht selber habe ich immer benutzt und eben auch heute von Chanel das Le Beige Healthy Glow Sheer Powder. Das ist eben ein Puder, das ein sehr schönes, frisches Finish macht, finde ich. Und das habe ich in der Nummer 30, also dunkler als mein Hautton. Und ich benutze das quasi als, manchmal sogar als Rougeersatz oder als Bronzer slash Rouge und trage es dann ganz, ganz leicht hier auf, hier hinten und hier unten. Also eben diese drei, aber wirklich ganz leicht. Also wahrscheinlich so, dass es schon fast in der Kamera ein bisschen untergeht, aber in echt ist es einfach so, dass es mich so ein bisschen lebendiger macht und mir so ein bisschen Farbe ins Gesicht gibt. Und ich, ach, dieses Produkt, oh, das riecht so, so gut. Habe ich jetzt was auf der Nase? Nee, ich glaube nicht. Also es riecht so unfassbar gut. Ich habe das mal wegen dem Gutschein gekauft, weil das ist nicht günstig. Ich verlinke es euch trotzdem mal, falls ihr euch was schenken lassen wollt. Dann finde ich, ist das einfach so ein tolles, luxuriöses, schönes Produkt. Schade, Chanel ist nicht tierversuchsfrei. Das wäre das Tüpfelchen auf dem i und dann würde ich mir auch noch mehr Sachen von der Marke kaufen. Aber erstmal bleibt es deswegen nur bei diesem einen Produkt. Im Gegensatz zu den zwei anderen Produkten, von den Marken würde ich mir definitiv noch mehr kaufen. Beide sind tierversuchsfrei und zwar ist es einmal Catrice und einmal Rival de Loup. Und es handelt sich, habe ich euch noch gar nicht gesagt, um Blushes. Bei den Blushes war es auch so, dass ich total für mich entdeckt habe, was ganz leichtes zu tragen, was kaum als richtige Farbe zu erkennen ist, habe ich auch heute auf den Apfelbäckchen, sondern wirklich nur ein gesundes Aussehen macht. Und da habe ich eigentlich immer getragen von Catrice das Defining Blush in der Farbe 15 Pink Charming. Ist leider aus dem Sortiment gegangen. Ich zeige es euch trotzdem, weil diese Farbfamilie, wenn man die mal wann anders findet, kann man ja zugreifen. Das ist einfach ein sehr, sehr helles Blush mit einem sehr sandigen Unterton und ansonsten ein bisschen Peach-Koralle noch mit drin. Von der Konsistenz wie gewohnt Catrice. Ich finde, Catrice-Blushes kann man nie perfekt verblenden, aber sind trotzdem immer sehr, sehr gut für Drogerie. Was ich aber von der Konsistenz noch besser finde und was es auch noch aktuell gibt in der Drogerie, ist von Rival de Loup das Mono Rouge in der Farbe 01 Tender Rose. Und ich hätte nie gedacht, dass Rival de Loup so gute Blushes hat, aber das ist von der Konsistenz ganz, ganz weich, butterig, könnte man schon fast sagen. Hat eine tolle Farbabgabe, lässt sich aber 1A verblenden. Und bei dem ist der Unterschied im Gegensatz zu den von Catrice, dass das auch einen sandigen Unterton hat, aber mehr rosa Anteil. Das andere ist mehr peachig, das mehr rosa. Ich habe da immer gewechselt, wie ich gerade Lust hatte. Aber die hier kann ich euch echt von Rival de Loup sehr empfehlen. Also die Konsistenz. Wow, ich finde das so überraschend für irgendwie, ich glaube, die kosten nicht mal 2 €. Ich werde mir definitiv noch mehr Farben anschauen. Riechen ganz toll nach Kokosnuss und ja, hat mich komplett überrascht, muss ich echt sagen, von der Konsistenz und von allem. Und ich mochte diesen Look gerne, dieses Natürliche. Das ist so mein Ding im Moment. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was gerade so euer Ding ist. Das würde mich total interessieren. Wie gesagt, für mich Glow, Natural Glow forever im Moment. Das mag ich echt gerne. Außer Ausnahmen wie heute so ein bisschen mal mehr auf dem Auge. Aber eigentlich ist das andere gerade total mein Ding. Und ja, schreibt mir gerne, was euer Ding ist. Ich würde mich total freuen und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen auf Cozy House.